Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro! Willkommen, ich bin Bakura. Euch fällt vielleicht auf, dass es jetzt gerade irgendwie ganz anders aussieht. Ich habe gesehen im Forum, es gibt etwas, also in dem Forum von Yu-Gi-Oh! Pro, The Dawn of a New Era, gibt es ein sogenanntes Yu-Gi-Oh! Pro 2. Das ist quasi eine neu programmierte Version davon, die einfach viel cooler aussieht. Achso, ich muss auf Start drücken. Solltest du irgendwann ja. Deswegen sieht das jetzt so aus. Bingo. Glaube, ich stimme mir zu, dass das cooler aussieht. Man kann ja auch das Volume mal nochmal ein bisschen lauter. Close-ups hier, okay, das erkennt man jetzt nicht so. Das hat eher für Karten zu tun. Das sieht man eher, wenn ich Karten spiele. Aber hier Field Density. Schon mehr Auswirkungen in dem Sinne. Gut, ich bin Pegasus Bakura. gegen Bakura. Ich bin okay. Bakura, du Backer. Das hier kann man übrigens auch von der Größe her verändern, wie man will. Wie groß das hier displayed wird. Gut. Setze erstmal diese Karte. Und ach, das steht hier auf Englisch. Steht auf Englisch Equip, okay, das haben sie. Oh, danke Dann mal, wer setze bereits ich das hier. ja, so. Was ich auch sehr cool finde, schaut euch das mal an. Hier stehen jetzt alle Karten, die ich noch ziehen kann. Das ist ganz interessant. Wie? Du hast jetzt ernsthaft eine Liste deiner übrigen Karten? Ja genau, wenn ich aufs Deck gehe, steht quasi alles da, was ich noch ziehen kann, was ich noch nicht schon gezogen habe. Das ist ziemlich OP. Das ist OP-Wissen. schon recht hardcore. Oder wenn ich halt auf meine verdeckten Karten gehe, klappen die auf. Weil ich kann die ja dann sehen, Klappst die quasi logischerweise. hoch. Cool. Okay, gut, deine Karten drehen sich einfach nur nach vorne. Gehen aber nicht auf, drehen einfach nur Du hin und siehst her. nichts. Wie wär's, wenn du Und auf weitermachst? deinem Deck steht irgendwie verräterische Schwerter. Ich weiß nicht ganz, was das heißt. Heißt es jetzt, dass es aktiviert ist oder warum genau? Habt Nun, ihr es dazu liegt auf was? dem Feld aktiv. Und Nur so zur darüber sind noch Info. japanische Zeichen. Was das heißt, weiß ich nicht ganz. Ich schau nicht. Ich benutze übrigens das alte Yu-Gi-Oh! Das ist kompatibel. Ja, genau. Bei ihm sieht es nicht so cool aus wie bei mir. Ich schaue es mir dann dein Video an. Okay, Ich der muss erst Counter ist überzeugt auch werden. interessant. Die Karten kommen ja so in einem Close-Up. Ich habe das so alles aufs Höchste gestellt. Also, deiner Gemäß sieht es, glaube ich, ein bisschen kleiner aus. Ja, hier oben würde beispielsweise auch, wenn man nichts selected hat, auch der Graveyard angezeigt werden und sowas. Was da so alles drin liegt. Ist auch nicht schlechtes. Er bringt ja gar nichts zum Angreifen. Oh, da ist ein Lämpchen drüber, dass ich die Karte aktivieren kann. Boah, das ist ja cool. Okay. Was? Okay. Und Opferbeschwörungen sehen auch nicht schlecht aus. Du hast den also geopfert, das Man ist kann ja hier auf Endphase drücken oder hier an der Seite, da taucht das auch immer wieder auf. Weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt. Ja genau, und so sieht's aus, wenn ein Monster mal offen gespielt wird. Da sieht man dann halt auch das Monster da drauf. Auf der Karte. Was ich in den Optionen nicht ganz verstanden habe, ist, dass man hier dieses Close-Up ATK und Close-Up Level. Ich bin nicht ganz sicher, was das gemeint war. Könnt ihr mir ja mal erklären, für was das steht? Oh, der ist nicht schlecht. Gut, dann Set. Endphase. Das sah ja cool aus, wie die Karte disappeared ist. Oh, ein bisschen Verteidigung gegangen.
gucken, sind meine Lebenspunkte, aber ich denke mal, das habe ich schon bemerkt, noch kleine Bilder. Bitte ist gerade ein Hörst du es? Kann ich normal beschreiben? Ach so, ich brauche Thunwert für die Karte. Ja gut. Dann setze ich noch einen. ATK. Ich glaube, das ist nicht genug. Hätten die diese Kartenbilder mal in einer etwas höheren Qualität gemacht? Was ist denn das überhaupt? Ist das abfotografiert oder haben die die Karten eingescannt? Wie genau haben die diese Bilder gemacht? Ektoplasma. Jetzt musst du ein Monster töten, oder? Ja. Oh, das zählt nur für offene Monster. Ach. Ja, geil. Ach, willst du eigentlich nicht mehr? Was soll ich denn sagen? Ich wollte eigentlich endlich mal mit Final gewinnen. Aber, wie soll ich sagen? Ich habe meine Taktik jetzt umgeändert auf Kettenenergie-Ektoplasma. Das ist zwar jetzt mehr wie eine Lotterie, aber mal sehen, wie es ausgeht. Weil das F ziehe ich halt einfach nie. Außerdem sind da permanente Karten, die ich jetzt schon hingelegt habe. Jetzt ist also eh wurscht. Autsch. Das hast du ernsthaft getan? Die können in der Runde nicht angreifen. Ja und? Aber kommst du an denen vorbei? Nein. Oh warte, ich muss ja ein offenes Monster opfern, heißt das, oder nicht? Ja, richtig. Du hast ja nur ein offenes Monster gerade. Ah, okay. Na gut. Nein, ich möchte nichts aktivieren. Achso, ich muss deine Karte auch anklicken, dass das funktioniert. Nein, nichts ketten. Hä? Auf die Art kann ich dich aber auch sehr effektiv umbringen. Ja, wenn ich dich zuerst umbringe, dann nicht mehr. Wie viel Schaden macht mir das? Irgendwas um die 600, ne? Nicht genug, um dich zu töten. Aber du kannst nächste Runde keine Karten mehr spielen. Naja, das ist doof. Naja. Okay, dann ist da einfach ein Kreuzchen. Nein, da. Komm schon. Ja! Wie krass! Du bist Game Over, ich kann den da. Ja, weil du den auch nehmen kannst. Hä? Ach, scheiße, der gibt... Okay. Du hast keinen Schaden bekommen, GG. Hat denn seine ATK wohl doch nicht? Der hat 1800 ATK, du hättest 900 Schaden kriegen müssen. Du bist Game Over, drück aufgeben. Da steht nirgendwo, dass es nicht klappen sollte. Und der hat's, also ich check's gerade nicht, warum das jetzt nicht ging. Warte, einmal hoch Spielzug, während der Endphase, Zug schwer, ein offenes Monster, oder wie, nur falls nicht. Der Grund-ATK. Kann es vielleicht sein, dass das Monster eine Fallenkarte ist? Hat es quasi keine Grund-ATK? Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung. Ja, das ist das Effekt. Pass auf, das steht im Effekt. Das steht im Effekt. Aber der Grund-ATK ist ja der ATK, wenn er auf der Karte steht. Was ist, wenn die Karte den Effekt hätte, dass wenn sie verdeckt ist, mir bitte gar nicht erst erlauben, sie anzuklicken. Weißt du, ich habe gesehen, ich kann sie anklicken, dann wird es auch funktionieren. Ja, weil du sie opfern kannst. Jetzt kannst du mich direkt angreifen. Du kannst ja auch ein Monster, was keine ATK hat, opfern. Los, greif mich direkt an, ich bin Game Over, das siehst du ja selbst. Ich kann dich nicht direkt angreifen, ich habe keine Thunwelt. Natürlich, du hast Elfenzwillinge da rumliegen. Ja, die brauchen doch Thunwelt oder nicht, um direkt anzugreifen? Oh, du hast recht. Aber du kannst immerhin meinen Lady des Glaubens töten, die jetzt leider offensiv da rumliegt.
Das hast du gerade nicht wirklich gemacht. Hä? Hä? Oh. Das ist scheiße, weil ich nicht wusste, dass ich das nur auf deinen Monster machen kann. Da steht Licht. Nicht Erde, Licht. Tut mir leid. Ja, tut mir... Warte mal. Das. Tut dir selbst leid. Wir machen das. Töte mein Monster. Oh. Oho. Okay, damit kannst du gewinnen. Ich weiß noch nicht, wann das jetzt passiert. Während deiner Standby-Phase musst du es als Tribut anbieten. Das heißt, du kannst es erst nächste Runde machen, falls ich dich bis dahin nicht besiege. Ja, kann der Monster sterben? Anscheinend nicht. Ich will, dass der da angreift. Tschüss. Alles klar. Dunkler Geist der Stille. Ich sag, wer angreifen darf. Das war jetzt dein Fehler, dass du den in die Angriffsposition gedreht hast. Das, Hilfe, wobei, ist glaube, das da hätte... Weiter-Button? Hier sind nur japanische Zeichen. Wobei ich glaube, laut der Fallenkarte... Ja, das ist der Weiter-Button. Warum sind da nur japanische Zeichen? Ich kann auch ein Monster, das verdeckt in Verteidigung liegt, auswählen. Insofern wäre es egal gewesen. Ernsthaft, das verwirrt mich. Das Spiel hat doch keine japanische Spracheinstellung. Warum war dieser Button komplett japanisch? Das schaut nur so aus, ist bestimmt keins. Das waren japanische Zeichen. Auf dem Button, der quasi fertig heißt. Also, dass ich fertig bin mit meinem Side-Deck. Kann nicht als normal. Achso, ich brauche wahrscheinlich auch wieder Thunwelt dafür. Dafür brauche ich auch Thunwelt. Ach, fick dich. Ja, ich weiß, ich hasse Pegasus. Ach, der ist aber stark. Du wirst ihn ja gleich vernichten, oder? Welche Karte von Pegasus kann das denn? Ich kann mich nicht erinnern. Okay, das ist keine schlaue Idee, dann bin ich tot. Das tut mir auch nichts. Das war jetzt aber leicht. Du hast nur noch 100 Lebenspunkte übrig. Hey, warum ziehe ich ein Monster, was ich nur mit Opfern beschwören kann? Weil du ansonsten nur Monster in der Hand hast, die du gar nicht beschwören kannst. Ja. Das ist toll. Jetzt siehst du endlich mal, wie kacke Pegasus Deck ist. Ist das cool, wenn man sehen kann, dass Karten, ob man Karten aktivieren kann oder nicht mit Lichtern? Grundsätzlich schon cool, ja. Sonst sehe ich es ja immer nur an die Fragen. Ich meine, die Fragen kommen trotzdem, weil sie aktiviert sind. Also mit der Karte könntest du das F voll kriegen, wenn die so funktioniert, wie ich es im Kopf habe. Aber auch wenn ich eine von meinen Karten auf dem Friedhof habe? Was meinst du? Eine von den Finalkarten, wenn die auf dem Friedhof wäre. Keine Ahnung. Steht da was drinne? Oder weiß nicht. Lese ich mir jetzt nicht durch. Aber du hast doch eh noch nichts auf dem Friedhof. Ja, aber gleich, wenn ich in der Main Phase 2 das tue, was ich tun möchte. Aber okay, ich hab's gemacht, dann ist es egal. Willst du noch eins machen? Die beiden spielen nie wieder gegeneinander. Wenn du meinst. Und ich habe Finale noch nie hingekriegt. Aber ich bräuchte halt einfach mal irgendwas, das, mit dem ich mir eine Fallenkarte aus dem Deck raussuchen kann oder so. Da gäbe es was. Nicht in diesem Deck leider. Also ich kenne ein Monster, wenn der stirbt, dann kriegst du eine Fallenkarte, also quasi an die oberste Position von deinem Deck legen. Das wäre gut. Damit könnte ich leben. Oder wenn ich das F dreimal hätte oder so ein Schmarrn. 2-0 für Bakura, aber der hat dich in der Serie auch platt gemacht, Pegasus. Das mag vielleicht sein. Eigentlich ist die Karte scheiße. Nun, Table of Content. Echt coole Darstellung vom Deck. So, ich nehme die bessere. Klug. Was für Karten habe ich gebanished? Ich habe sogar Thunwelt gebanished. Diesen komischen Hasen.
Ostern ist vorbei, wir brauchen keine Hasen mehr. Außer die aus Schokolade. Deswegen ist er gebanished. Ich dachte eigentlich... Es ist so geil, wie einfach dein ganzer Friedhof, deine ganze Verbandzone aufgeht und alle Karten schön nebeneinander platziert sind. Das ist einfach so beim Rüberscrollen. Gut, dass ich diesmal ein Monster auf dem Feld habe, was ich opfern kann. Muss oh, das gar nicht anklicken. Anscheinend erkennt er das automatisch, wenn ich nur ein Monster habe und opfert das, anstatt mich zu fragen. Oh, da greift er automatisch das Monster an, was das einzige ist. So bitte. Klug. Zeit sparen. An die Karte was? Das habe ich ganz vergessen, dass sowas passiert, wenn eine Feldzauberkarte gespielt wird. Genau, machst du. Gewinn. Ja. Nein. Das Lustige ist, wenn du angreifst und direkten Schaden machst, da ist einfach sogar so ein fetter Blutfleck auf dem Duellfeld. Aber oh, wissen die, dass es ein Schattenduell ist? Anscheinend. Jetzt bringt mir die Zauberkarte nichts mehr, weil kein Tummel mehr da ist. Hast du viele Effektmonster? Ich hoffe doch. Wieso? Weil die Effekte annulliert werden. Was ist denn Opponent? Ich sehe sogar deinen Friedhof da oben. Das ist ja witzig. Da ist so viel Platz, da können die einfach alle Karten mit deinem Friedhof anzeigen. Effekt annulliert. Die nicht wirklich was. Ich wollte, ja, aber jetzt weiß ich, dass es auf jeden Fall funktioniert, auch wenn er selbst das einzige Unterwäldermonster ist. Der Effekt schließt ihn quasi nicht aus, Gott sei Dank. Warum denn? Oh, ich habe den letzten Buchstaben gezogen. Vorletzten, sorry. Ich will den eigentlich nicht auf dem Friedhof haben. Okay. Wen willst du nicht auf dem Friedhof haben? Ja, die Spirit Message. Aber ich glaube eh nicht, dass ich damit gewinnen kann. Warum solltest du sie ablegen? Deswegen. Was macht diese Karte? Hä, die ist in das Deck zurückgemischt. Ach so, sie ist ja noch im Deck. Ach, stimmt, sie ist ja noch im Deck. Sorry, voll vergessen. Die sind jetzt nur ganz so Reihenfolge anklicken. Das da, das da, das da, das da. Was? Bin. Was? Musst du zuerst Lebenspunkte zahlen? Das war halt Lebenspunktezahlkarte, oder? Warte, aber, warte. Eine Höhe der Gesamtzahl, der doch diesen... Der Gesamtzahl! Stimmt, das sind mehr als nur die du weggeworfen hast. Ja, für mich wären es 900 gewesen und für dich 1200, aber das macht zusammen 2100, also bin ich tot. GG. Erster Sieg für Pegasus, weil ich Gesamtzahl überlesen habe. Und davon ausgegangen bin, dass jeder seinen eigenen Schaden kassiert. Side-Deck completed, ja, danke. Das ist asozial. Oh, cool, den habe ich. Cool, das habe ich, das ist auch nicht schlecht, aber... Wenn ich das Ritualmonster oder das andere Ding schon gezogen hätte, dann wäre es noch besser. Wenn ich alles dabei schon hätte. Mal oder Flip. Jetzt nochmal beschwören. Das ist lustigerweise eine der besten Ritual-Support-Karten. Und das heute noch. Das ist so die uralte Karte. Aber gut, Ritual selber ist ja auch uralt. Davon abgesehen. Okay. Karte. Ach, egal, setze ich trotzdem. Das ist das einzige Monster, was ich spielen kann. Ernsthaft? Besser als keins. Yes. So, was wollen wir? Ich muss sagen, ich habe meine Ritualkarte und mein Ritualmonster nur einmal im Deck. Wie soll ich die beide denn ziehen? Ja, hast du. Ich habe es schon mal geschafft bei einem Pegasus Duell, aber ich musste den ja auch schon oft genug spielen. Ah.
Schauen wir mal, wie fährt der gerade ein. Also, wie fährt der 2000? Da habe ich einmal Glück gehabt und ein gutes Death Monster als erstes gezogen. Pech gehabt für dich. Einmal in deinem ganzen Leben! So ziemlich. Naja. Yep. Wenn ich gerade so drüber nachdenke, wäre es vielleicht besser gewesen, mir das Ritual ein Monster zu geben. Oder? Ich muss aufgegeben ja nicht auf dem Spielfeld fusionieren, oder? Um dann 1000-äugige Opfer zu kommen, oder? Weiß ich nicht, wie die funktionieren, aber irgendwie haben die doch miteinander zu tun. Ja, da steht nur die beiden zusammen, da steht nicht, dass sie auf dem Spielfeld sein. Also eine davon. Der Effekt ist lustig. Bringt jetzt aber so spontan nichts. Ich bin Bakura und ich gewinne gleich. Vielen tue ich schon, aber trotzdem. Warte mal, dich durch meine Verteidigung. Warum gewinne ich? Du greifst nicht an. Danke. GG. Den hast du nicht angegriffen. Und weißt du, das ist sehr gut für mich, denn jetzt habe ich den da auch gefällt. Ach, dafür brauche ich auch Tonwert. Ah, den kann ich. GG. Ich hätte den anderen erst töten sollen. Der Effekt zählt, glaube ich, nur solange das Monster lebt. Ja, stimmt. Ja. GG, bist tot. Hättest es aktivieren sollen. Nee, kann das ja nicht. Hä, wieso bin ich schon wieder dran? Na, was soll ich denn machen? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, du hast jetzt verloren. Hardlock. Was? Der schreibt da unten auf, welche Monster gegeneinander gekämpft haben, oder was? Oder war der schwarze Illusionsritter? Ist das das Viech da hinten? Warum steht der bei dir gerade? Ach, das ist der Gestorbene? Ja. Ach so, der schreibt also auf, welche Karten auf meiner Seite sterben. Ja. Oh, okay. Kein schlechter Start. Und. Oh, das ist auch nicht schlecht. Setzen. Na los, Pegasus. Oh mein Gott, das hätte ich den Effekt ja nicht mal benutzen. Eigentlich ist es egal, ob du jetzt gewinnst, weil es dann insgesamt trotzdem 3 zu 2 steht. Ich liege ja schon 3 zu 1 vorne. Ach man. Ich setze diese Fallenkarte. Ich setze dieses Monster. Und du bist dran. Oh. Also, ja, beschweren wir die mal. Oho. Na, dann kannst du mich nächste Runde ja richtig fertig machen. Und das meine ich ernst. So viel Defense habe ich nicht. Direkt angreifen. Also angreifen kann ich sowieso erstmal noch überhaupt nicht. Aber den kannst du nicht so schnell entsorgen. Nächste Runde kannst du jedenfalls mal ein Monster platt machen. So viel ist sicher. Nächste Runde ist dein Monster nicht mehr da. Zumindest vom Plan her. Wenn der Plan aufgeht. Ja, so wäre das wohl. Das ist noch nicht stärker. Nee, ich habe auch keins, das stärker ist. Jedenfalls noch nicht gezogen. Was kann der? Fallenkarten wiederholen. Das klappt wohl gerade. Das klappt gerade nicht. Aber irgendwo eine Recycling-Karte. So. Was mache ich denn jetzt am sinnvollsten?
Wie wär's mit Main Phase 2? Ist so. Was denn? Ach, warum nicht? Was denn? Was macht der? Ich hol's zurück. Vielleicht kriegst du ja mal eine Fallenkarte. Ach man, ich hatte zwei Monster, das hat meinen Plan zerstört. Und wenn ich das mache, habe ich deinen Plan dann auch zerstört? Nee, nicht wirklich, weil ich mit dem anderen Ding nicht angreifen kann. Und wenn ich das mache, habe ich dann deinen Plan zerstört? Das finde ich gemein von dir. Und vor allem... Ja, das wird jetzt heikel. Nee, das nicht. Du musst eine Karte spielen, sonst kannst du nicht weitermachen. Warte mal, wenn ich mit dem angreife, dreht er sich um. Richtig. Und dann kann ich die nächste Runde töten. Ja. Mit deinem anderen Monster, was total schwach ist. Ja, ist stark genug. Null Defense, also WTF. Aber das ist nicht gut. 300 Schaden. Ja. Dann dreht er sich um. Bis zu. Ach. Ja. Ja, scheinbar. Okay. Ah, ich habe gerade was falsch kalkuliert, ich Depp. Naja, egal. Aber, damit hast du nicht gerechnet, ich habe nichts beschworen, das heißt, ich habe noch ein Normal Summon. Weißt du, womit ich auch nicht gerechnet habe, weil ich ein Doofi bin? Aber, ja, wie soll ich sagen? Was denn? Ja, scheiß drauf, was soll's, GG. Mit der Tatsache, dass du jetzt Schaden leisten würdest, wenn du Sachen spielst. WTF. Das sollte auch bei verdeckten Karten gehen. Okay, hab schon wieder was ich zahle nochmal 500. Ich... Ernsthaft? So, ich schmeiße dich weg. Autsch. Willst du mir sagen? Das... Ach, wahrscheinlich liegt's am Spielen vom Monster selber, das kostet. Ja. Also am Aktivieren. Aha. Null, weil es verdeckt ist. Aber ich kann ein Monster sehen. Ist egal, du hast ja gewonnen, weil ich mich verkalkuliert habe. Ich wollte dich mit mehrfacher Zerstörung besiegen und habe vergessen, dass ich hier drei Handkarten behalten muss. Insofern ist das jetzt ein Gesamtergebnis von 3 zu 2 für Bakura. Und okay. Die nächsten beiden Duelle und Parts, da dreht sich alles um die Familie Muto und die Familie Hawkins. Aber was toll ist, jetzt kann ich euch einen wesentlich besseren Endscreen geben als einen Blackscreen. Schön. Ist das nicht schön. Was auch immer das ist, diesen viereckigen Screen. Schau ich mir das? Dann in 4 Wochen an. Warte mal, 6 Ecke. Wie heißen die nochmal? Das ist auch so ein cooler Begriff für die Dinger. Nun, ein Hexagon vielleicht? Ein Hexagon, ein Sechseck? Ja, zumindest heißt das Spiel so. Und Hexa ist auf jeden Fall 6, ja. Oder nennt man das im Deutschen ein Hexagramm? So wie Pentagramm. Statt. Pentagramm. Naja, das klingt irgendwie komisch, aber egal. Geh mal ins Pentagon, schaut auch nett aus. Ja, dann bewerten, nichts vergessen. Und tschüss. Ciao.